Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nach einem Regen Chaos Qualifying, wie es im Buch steht, in dem es dann am Ende auch noch trocken wurde, wie auf Intermediates auch noch, und am Ende sind einige nicht mehr gefahren, ganz verrückte Zeiten, die da waren, und am Ende sind wir Fünfter geworden mit dem schlechtesten Auto. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man ein Underdog-Auto hat und dann Regen, das kann uns auch mal nach vorne spülen. Aber wenn es im Rennen nicht regnet und danach sieht es hier schon mal nicht aus, wird es wahrscheinlich sehr schwer, sich da zu halten. Wahrscheinlich sogar unmöglich. Also, wichtig ist nur, die zu schlagen, die man schlagen muss. Also PS3, unser neuer Teamkollege Liam Lawson und so weiter und so fort. Na, die so ein ähnliches Auto haben, von der Pace her. Williams, Haas, unser Teamkollege logischerweise, weil der dasselbe Auto hat. Ja, Aston Martin vielleicht. Und auch viel. Also vor allem Aston Martin vielleicht. Aber vor allem mit Haas und Williams. Und unter Team klicken. Können wir schlagen. Vielleicht wohl Aston Martin und Alfa Romeo, aber da glaube ich eher nicht dran, muss ich sagen. Aber mal sehen, wie irre ich mich da auch. Wir können aber erstmal sicher gerade vielleicht was an Upgrades noch schnell machen. Beim Chassis wahrscheinlich nicht. Da haben wir eher Abteilung ausgelastet. Dann nicht, aber doch, Dynamik können wir es ja. Stimmt. Da können wir es auch nicht, klar. Aber hier können wir. Hier können wir auf jeden Fall. Nehmen wir doch. Oh, ah, klein mache ich lieber nicht. Nee. Nehmen wir uns doch ein schönes, fettes, großes. Was aber billig geworden ist. Nehmen wir uns doch mal das hier. Oh nein. Oh, Alter, diese Länge. Mann. Oh. Mann, tut das immer weh. Wie lange würde denn so ein kleines dauern? Ja, ohne viel besser mit 31 Tagen. Ja, machen wir halt das. Ja, immerhin kommen. Und dann kommt, am Ende kommt sie mal an. Ich sehe schon wieder kommen. Dann ist das nicht meistens so, dass man dauert, wartet zu lange darauf und dann kommt sie mal an. Aber gut. Wir müssen wirklich mal irgendwie, keine Ahnung, Fahrer des Tages werden, aber das wird heute mal schwierig. Und unsere Rivalen haben wir ja ohne geschlagen, aber wir werden nie Geld bekommen. Wir sind zurück in Le Castellet für ein weiteres Rennen der diesjährigen Formel 1 WM. Renault gewann hier den ersten Grand Prix von Frankreich beim Einweihungsrennen im Jahr 1906, musste dann aber sage und schreibe 73 Jahre auf den zweiten Erfolg in der Heimat warten. Alpine, wie das Traditionsteam ja jetzt heißt, wird heute alles daran setzen, den heimischen Fans einen weiteren Grund zum Feiern zu geben. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Daniel Ricciardo hat freie Sicht von der Pole Position und daneben steht Sergio Perez. Im Rest der Startaufstellung haben wir Norris, Sainz, der Goldjunge und Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Vettel und Pierre Gasly, Tsunoda, Latifi, Charles Leclerc und Bottas, Magnussen, Verstappen, hier gab es eine Gridstrafe. Lance Stroll und Esteban Ocon. Joe, Liam Lawson, Oscar Piastri und Mick Schumacher. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Für den Grand Prix. Ich weiß, dass dieser Grand Prix ein Heimrennen für dich ist, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Ach ja, stimmt ja. Ich habe mir ja die französische Flagge genommen, gegeben, oder Franzose genommen, weil ja Thomas Drück ja auch ein Franzose ist und darum habe ich mir mal das passende gemacht. Also es ist das sogar im Grunde, zumindest für unser Fahrer, den wir fahren, das Heimrennen. Also da tat das Qualifying ja gut mit Platz 5 im schlechtesten Auto. Aber wie gesagt, wir werden es doch niemals halten können. Niemals. So, in Frankreich kommt ganz anderes als eine Hard, so Medium Hard in Frage. Weil der Reifenverschleiß auf dieser Strecke grausam hart ist. Die Softs sind da schon in 4 Runden am Arsch, kann man so sagen. Und ja, deswegen macht das keinen Sinn. Los geht's, mal sehen, was geht. Aber wir werden niemals uns da halten können. Wahrscheinlich am Start werden wir schon mal verlieren. No ist aber mit keiner sehr guten Reaktion, aber ja. Da geht's schon los mit Russell, der eine super Reaktion hat. Oh, wird es langsam. Oh, wir können jetzt sogar kontern gegen Russell, weil der hier langsam war gerade. Macht es nur so viel Sinn, oh. Wo anbrennen und
Und da verbremst sich Norris. Und hier außen vielleicht. Alter, perfekter Start. Wir haben uns super Start. Wow, es wird bisher einwandfrei. Aber jetzt wird's die Pace wieder sein. Der Topspeed wird grausam sein, oder? Ja, noch geht's, aber denke ich zu verteidigen, weil noch ist kein DS freigegeben. Aber trotzdem kommt er hier ganz gut da vorbei, geschossen mehr oder weniger. Obwohl, gar nicht mal so. Oh. Fürs Heimrennen mache ich mal. Ja, aber da zieht du echt, also ganz ehrlich, bin ja noch auf Abwägen und da zieht einfach rein, obwohl ich daneben bin. Also was, ne, kannst du vergessen. Dann zieh ich halt gleich rein. Ja, Sam, oder kann ich fast? Ja, ich konnte es halten, okay. Ich konnte es halten. Aber das nehme ich dir übel, was? Das tut deine Chancen auf ein Komplett irgendwann bei mir verspielen. Was du hier gerade gemacht hast. So. Vettel auf 7. Ja, aber jetzt merke ich jetzt von der Tsunoda 7. Ist Tsunoda 7? Ja, aber jetzt wird wieder nicht so viel gehen, glaube ich. Jetzt werden wir nur nach hinten gucken müssen. Vor allem. Während Perez den Start gewonnen hat gegen Danny Ricciardo und der auch jetzt ein bisschen Probleme hat anscheinend. Boah, aber irgendwer hat. Der Ricciardo ist langsam. Oder? Oder sieht das jetzt nur so aus gerade? Aber wir sind da so gerade so nach angekommen. Also gefühlt ist davon langsam gerade. Boah, er hat voll die Pöller mitgenommen. Der Ricciardo ist langsam. Der Ricciardo ist richtig langsam. Es ist die gleiche KI wie in Österreich, ne? Oh, jetzt bekämpfen die sich noch. Oh, und Sainz ganz mutig vorbei. Oh, und da werden sie aber waren. Das habe ich so dumm gemacht. Da hätte ich locker außen vorbeifahren können, weil das so langsam war. Also da erlaubt es nur Norris, sich doch vorbeizukommen. Ja, und der ist sogar mit Hart unterwegs. Ei. Okay. Aber allein, dass er mit Hart mithalten kann mit uns, das ist schon ein bisschen traurig. Aber er kann im Grunde auch mit ihm mithalten dann, somit. Hamilton jetzt vorbei an. Oh, Ricciardo ist langsam. Ah, okay, das. Ah, okay, okay, okay. Rätsel gelöst. Er fährt auch hart. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das so langsam ist und dann fährt er hart. Aber es ist. Aber es ist ermutigend, dass ihr mit, auch mit weißeren Reifen, aber trotzdem mit weißeren Reifen, trotzdem mithalten könnt mit Ricciardo. Es ist ja auch sein können, dass wir nicht mithalten können, weil... Oh, Alter, das ist die Wasel, ey. Du bist, oh, ja, dir fängt ich halt gar nicht mehr. Ja, zack, weg mit dir. Junge, ey, er hat mir schon wieder so ein Bein gestellt gerade. Indem das so bescheuerte Linie fährt. Junge, Alter. Ricciardo war das Podium. Ja, aber wir können es nicht halten. Ricciardo ist nur so langsam, weil er hart fährt. Vor allem, wenn er Mediums haben wird wie Norris, wird er nicht mehr so machen sein. Niemals. Nein, dann lass ihn wieder vorbeikommen, oder? Obwohl? Mein Topspeed kann sich sehen lassen heute. In Österreich grauenhaft und hier top. Aber auch neue Komponenten halt. Oh, Wasl! Oh, geiles Duell mit ihm. Wir sind jetzt innen hier. Da hat er eigentlich, sollte er keine Chance haben. Und der Russell fliegt raus und das sah jetzt eng aus. Mit Norris. Eieieiei. Können wir hier mal kurzfristig das Podium fahren? Je nachdem wie der Topspeed sein wird, jetzt bekämpfen die sich ja noch Norris und Russell. Ey, ein Traumstart. Also bis auf die eine Rückblende, die mir ein bisschen, ja, nicht so schön war. Aber bis dahin war es eigentlich ein Top-Rennen.
schon mal. Die bekämpfen sich da, kosten sich Zeit, wir müssen nur nach vorne gucken. Ricardo mit Hart ist langsam als wir, perfekt. Nicht weniger die KI als in Österreich. Sie ist genau wie in Österreich ging gar nichts. Hier sieht man ja sehr viel, wie viel läuft. Alter, 2 Sekunden Vorsprung ist auf Russell. Nur weil die sich kurvenlang beduelliert haben mit irgendwem. Mit Norris müsste das gewesen sein, ja. Hamilton ist auch vorbei, Norris schon. Aber der Topspeed ist dann doch gar nicht mehr so überragend. Nur zum Verteidigen, aber zum Ranfahren dann mit DRS ist er auch nicht so top. So ein Rennen gefällt mir. Wo mal etwas läuft. Wir können mal so jemanden verfolgen, so viel näher. Aber auch harte Reifen, also wenn der jetzt weißere Reifen hätte auch, also so wie wir halt, dann würde ich mich feiern. Aber so, Fehler, kann man sich jetzt nicht so ganz freuen, weil halt, klar, der hat immer noch etwas deutlich besseres Auto als wir. Na, dann, aber trotzdem, mit harten Reifen ist das jetzt nicht so ein ganz großer Grund, sich zu freuen. Aber trotzdem ist es mal schön zu sehen. Verstappen ist. Oh, Verstappen muss in die Box! Der hat wohl Flügelschaden gehabt, der ist jetzt ja über die Stadtziele. Okay, das ist der wahrscheinlich schon mal vielleicht sogar schon weg von uns. Obwohl nicht unbedingt. Außer der macht einen 2-Stop jetzt dadurch. Dann ist er hinter uns wahrscheinlich den ganzen Rennen heute. Ah. Ja, Russell hat sich wieder aufgeschlossen und Hamilton. Aber Norris hält hier die anderen schnelleren auf. Weil der auch harte Reifen hier hat. Erstaunlich aber, dass Norris heute langsamer ist als Ricardo. Ist doch mal ein andersrum, jetzt kommt Russell an. Der da innen versucht, was zu probieren. Aber gerade dir, mein Freund Russell, gönne ich heute gar nichts. Nachdem, was du hier heute schon für Aktionen gebracht hast. Aber wir haben halt das DS, das hilft natürlich, um vor Russell zu bleiben. Der ist innen, der versucht. Der Topspeed ist schon sehr gut. Also muss ich irgendwie verteidigen, so, irgendwie verteidigt. Sogar in den Track Limits drin gewesen. Beim Verteidigen. Also ohne DS wären wir natürlich schon längst von Russell geschlüpft worden. Aber so können wir uns vielleicht noch ein bisschen unterhalten. Boah, echt eine geile Position, wo wir hier gerade sind. Eine richtig geile. Aber vorbei was, Ricardo kommen wir leider auch nicht. Wir müssen eher wieder auf Russell achten jetzt. Berührung mit Hamilton, glaube ich, oder? Wir bekämpfen diese schon wieder. Da ist noch jemand richtig langsam von einer Riesengruppe. Hat er auch hart? Das war die Mercedes hier nochmal. Haben die fahren? Haben die sich berührt? Ich weiß es nicht. Der hat eben hart. Nee, okay. Ist aber Latifi, ne? Oh, die bekämpfen sich die ganze Zeit. Okay, das macht Sinn. Oh, der arme Leclerc, der da feststeckt mit. Und die bekämpfen sich auch. PS3 ist da drin. Wie hieß er nochmal? Der PS3. Der Mick. Ja, eine ganz große Gruppe da. Und wir sind. Also unter die beiden noch, ja. Verstappen und Magnussen. Grün?
Oh, gelb, Ferrari langsam. Und Sainz ist das, oder? Oder was war das? Nee, ah nee, Vater. Ich sah es so aus. Das war... Das ist wer? Ein... Ich sehe das gerade, ne? Safety Car. Ein McLaren. No, ist auch, das ist gerade noch Ricardos Teamkollege. Perfekt. Das ist der eine schnelle schon mal weg, der uns dann nachher überholen könnte. Also vielleicht auch die Punktemöglichkeit ermöglicht, weil wir haben halt jetzt das Glück, dass eben die sich da hinten, die ganze Gruppe mit Latifi umrum, der die Gruppe anführt, halt jetzt nicht schnell ist, also natürlich langsam was wir ist, und noch dazu, die sich die ganze Zeit bekämpfen. Und Latifi, kann ich mal kurz nachziehen, wo der ist auf welcher Position? Der ist es gerade, wir sind auf der 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, der ist 11. Latifi ist 11. Das heißt, wir wären sogar 10. Weil wir ja wohl vor ihm dann wären am Ende. Außer Verstappen halt, der vielleicht einen Einstopp machen könnte und dann vor uns sein könnte. Aber mal sehen. Das Maximal können wir vielleicht wirklich einen Punkt heute mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das hier heute 12 wären. Das wäre ein Wunder. Weil vor allem, wenn, dann wird am Stopp was schief gehen oder überhaupt. Die Harten sind eh nicht meins. Aber jetzt sehen wir mal nach, Ricardo. Jetzt sehen wir Nathan und Ricardo vermeiden, oder? Obwohl, ne. Oder, ne, Russell ist nah dran. Aber ja, aber wie sind wir näher dran? Ist dann, jetzt machst du selber mal mit dir, Russell. Mal sehen, wie dir das gefällt. Echt ein Traumrennen bisher. Ja, was sind 12 Runden, 5 Runden vielleicht noch. Dann fahre ich vielleicht in die Box dann. Also was ist vielleicht? Eigentlich muss ich sogar jetzt. Dann. Aber ja, sind okay nah dran, aber reicht das? Ich glaube nicht. Der Topspeed reicht schon einfach ohne für aus, was das angeht hier. Was jetzt hier außen versuchen? Oh, das war es immer noch. Eieiei, jetzt muss ich aufpassen. Und Hamilton wieder vorbei oder was? Nee, oder? Ich kann sie doch nicht sehen, ne? Ja, komm. Top Speed. Ja, es reicht aber nie, weil wir einfach dann doch zu langsam sind für einen McLaren. Auf der Geraden vor allem. Und dass er nur mithalten kann, liegt nur daran, dass der harte Reifen hat. Sonst wäre der echt schon längst weg. Und die Mercedes wären auch weg, wenn wir halt nicht so ein gutes Qualifying gehabt hätten durch Regen und so. Ah, jetzt kommt Russell aber an. Diesen wird schwer zu verteidigen sein, glaube ich. Ah, doch, ist es. Aber diesmal habe ich ihm sehr wenig Platz gelassen, weil das war so eine kleine Revanche jetzt, was der hier mit mir gemacht hat. Wenn du mir wenig Platz lässt, lass ich dir wenig Platz. So nach dem Motto. Jetzt sind wir quitt. Jetzt sind wir quitt. Jetzt lasse ich wieder Platz gegen dich, wenn du vorbeikommst oder wenn du dich daneben setzt zumindest. Aber Latifi kann sogar absetzen gerade von den Jungs. Was ist denn Latifi für heute für eine Maschine? Jetzt hab ich ihn Platz gelassen, siehst du? Ja? Weil wir quitt sind. Oh, Alter, es kriegt aber gar keine Ruhe mehr von... Langsam lassen wir die Reifen nach. Oh, ja. Und der F-Hinter muss bleiben, möglichst gegen Ricardo. Ansonsten werden die Mercedes live das Spiel haben. Weil ich dann doch noch ein ganz eckes Stück langsamer bin. Ja, und Perez und Sainz, die lachen sich ins Fäustchen. Die ziehen da vorne weg einfach.
klingt man so komisch, was die Sound angeht. Jetzt kann sich Ricardo langsam absetzen. Jetzt sind die Reifen langsam doch nicht mehr so schön. Ja, ich glaube, wir werden aus dem DS jetzt fallen, schätze ich. Obwohl, noch nicht, noch haben wir es. Für diese Runde, für diese Gerade zumindest haben wir es noch. Oder? Ja, haben wir noch. Noch haben wir keine. Das ist klar. Oh Alter, was macht denn der Wasser da? Bin ich mir ganz kurz ein bisschen abgelenkt gewesen. Darum bin ich gerade so komisch gefahren. Ja, aber noch immer im DRS-Fenster bleiben. Aber nur noch. Jetzt wird der Wasser vorbeikommen. Oder? Ah, mit DRS haben wir es immer noch leicht. Da vielleicht doch vorne zu bleiben. Unser Topspeed ist ja ganz gut. Weil wir auch neue Komponenten haben. Aber jetzt wird er, also ja, ist er eine Sekunde vorne und denke, dass er sich jetzt absetzen kann. Und wir gegen Mercedes keine Chance mehr haben werden. Letztes Mal. Und Aston Martin, das ist Vettel, der ist hier gerade Siebter. Ganz starkes Rennen von Vettel. Und Aston Martin, nicht zu vergessen. Ja, aber jetzt habe ich keinen, der es mehr wird, was live spielen haben, oder? Obwohl. Noch nicht. Noch hat er kein leichtes Spiel auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt Hamilton vorbei. War das sogar eine leichte Berührung? Hab aber versucht, Platz zu lassen jetzt. Ja, aber jetzt kommt Hamilton easy vorbei. Ja, jetzt aber. Jetzt wird keine Chance dagegen sein. Aber... Alter, mein Topspeed! Ja, oh, ja, aber ich hab's mir nicht getraut, da reinzustechen jetzt, wie ein Irrer. Ich hab's mir einfach nicht getraut. Aber der Topspeed kann sich sehen lassen. Alter, Vettel ist Siebter einfach, echt. Echt crazy, krass. Ah, die war keine Hamilton, war Russell. Hamilton ist jetzt erst dran, dann. Können wir jetzt nochmal im DS-Fenster vom Wasserfeld bleiben, immerhin? Für diese Runde. Ja, haben wir, auf jeden Fall. Nochmal erstmal für diese Runde. Draußen kommt der Müll mit an, geschossen. Jetzt wird doch Ricardo Schwierigkeiten haben, wenn die sich bekämpfen jetzt noch. Wir haben auch noch das DRS nebenbei für diese Runde, für diese Gerade. Trotzdem wird Hamilton angeschossen kommen, aber. Aber jetzt wird Russell vorbeikommen an Ricardo und zumindest was versuchen. Und das könnte die beide Zeit kosten. Oh, ich hab's ganz. Ja, es kostet ihnen massiv Zeit. Alter, was machen die? Ja, so kann man unten natürlich dranbleiben. Die Reifen kriegen nicht schon Blasen, ich sehe schon.
Links vorne sehe ich vor allem. Oh, Hamilton, jetzt kommt er. Ne, er kommt doch, ne? Fahr noch eine Runde weiter. Hamilton kommt in die Box, will einen Undercut gegen mich. Kann auch ruhig versuchen, aber wenn der wirklich jetzt kalte Reifen hat am Ende. Vettel fährt weiter, glaube ich. Ja. Seppi fährt weiter. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,4 Sekunden. Oh, jetzt kommt, gibt es einen Angriff. Von Russell gegen Ricardo hier. Ihr seid irre. Und Russell wird jetzt noch richtig langsam jetzt. Oh, bitte versucht euch nicht so viel Zeit zu kosten. Dann ist Hamilton durch. Obwohl ich sagen muss, das wäre eh eine Frage, dass halt bis er bei mir vorbei wäre. Darum sollte mein Ding jetzt gleich vorbeikommen. Oh, es gibt hier den nächsten Angriff. Ja, Alter. Alter, ihr seid... Mann, ey, das ist so langsam. Was macht ihr? Ja, also, da brauchst du keine Wunder, dass ich mithalten kann mit euch. Mit dem schlechtesten Auto. Wenn ihr sowas macht... Kann das selbst jemand, der 1000 PS weniger hat, schneller das noch am Ende? Übertrieben gesagt mal. Und Tsunoda und Vettel jetzt bekämpfen sich jetzt. Sind Tsunoda vorbei an Vettel? Der macht unmega Rennen für so einen Alpha Tauri, der ja auch kein gutes Auto ist wirklich. Und Vettel natürlich auch, weil mit dem Aston Martin, der bei weitem auch kein Top-Auto ist. Eigentlich auch gar nicht mal weit weg von uns bei der Performance. Oh, was kommt in die Box? Ah, das wollte nur mal, mach ich nochmal rückblenden, weil ich will nochmal kurz gucken, was die Reifen angeht. Was, ja, okay, ist hart, okay, ich wollte nur mal sehen, ob hart angegeben ist. Das war nicht wegen den Flügelschaden. Die hätte ich meinetwegen auch gelassen, wenn es sein müsste. Sieht aus, als sei die Boxencrew bereit, sich um das Auto zu kümmern. Sie werden versuchen, den Stop so schnell wie möglich durchzuführen. Jetzt kommen wir auch zu Not und Vettel, wie man hier sieht. Oh, bitte klemmt diesmal nichts, oh, bitte. Bitte tut mir das an. Heute nicht, das war von den Österreich ein Kackstopp, aber das war immerhin ein Kackrennen. Heute ist es ein Toprennen. Kommt, Jungs, bitte. Ja, war auf jeden Fall 2,6 perfekt. Und da dran und Russell geblieben immerhin. Oh, Hamilton wird vorbeikommen. Oh nein, nein, Hamilton, wir haben sie gerade zuvor Hamilton geblieben. Oh, aber mit kalten Reifen jetzt, ja. Oh, mit kalten Reifen jetzt. Russell macht das besser. Das wird schwer, Hamilton nicht hinter mich zu halten. Das wird richtig schwer. Der Hamilton wird gleich vorbeikommen. Oh Gott. Ja, jetzt. Oh, wie kleiner Fehler hat er von ihm. Ja, aber jetzt, ja. Ey, da kommt er hier angeschossen. Nicht zu machen. Kalte Reifen und frische Reifen von Hamilton bringen nichts. Dabei. Oh, was machst du, Luis? Will ich doch gar nicht überholen. Oh, was machst du? Alter! Wir sind hier nicht in einer heftigen Phase, wo man schon lange Linie fährt. Aber da ist nur der ganze da dran ist gekommen. Eieiei. Ja, das ist schon ein Auto, was man wieder schlagen kann jetzt. Meilenweit weg ist der Alpha Tauri nicht von uns in der Performance. Und da ist Martin auch nicht. Das sind doch Autos, die man nicht schlagen kann. Und das zeigt einfach, oh, dass die auch ein Mega-Rennen machen. Ich meine, das ist gar nicht mal so unrealistisch, dass man doch mal so ein Rennen haben kann, wo man ein Sechster sein kann. Wenn die anderen beiden, so nur der Vettel, die auch nicht ganz gute Autos haben, auf 7 und 8 fahren können. Jetzt scheinen die Reifen aufgewärmt zu sein. Einfach das DRS abgestaubt. Wäre schon cool. Ja, habe ich leider nicht, schade. Oh. Tsunoda ist jetzt aber dran. Tsunoda ist schnell. Oh, das ist eine ganze Gruppe. Alter, wie ist denn das so geworden? Weil eine ganze Gruppe, wie man die da hinter mir ist, gleich ist. Da weiß ich ohne Stopp vielleicht wohl, aber das ist eine sehr große Gruppe, ne? Muss man einfach ganz klar was sagen, was das angeht hier.
Mit Mädels war es mir lieber irgendwie. Das Ding jetzt gerade mit Hart ist gar nicht mal so lustig. Aber gut, das war auch mit. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Karte auch so langsam war. Die haben sie einfach nicht schön, aber irgendwie macht sie nur da besser jetzt. Oder? Oder? Ricardo ist in der Box und wir kommen sogar vor. Ja, ne, hinter dem raus. Wir können mit Hamilton gerade mithalten. Was ist denn das? Hat er Probleme? Noch können wir mit Hamilton mithalten. Aber wir können zu Noda auf Distanz halten. Also ich habe schon gedacht, da ist es wirklich deutlich schneller als wir, aber nein. Das zum Glück nicht, weil so schnell ist das Auto ohne was der fährt. Und zu Noda erst recht nicht, also daher. Aber die haben sie gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Nochmal eine Schnee, eine langsame Runde als vorhin. Wir haben 30,0 Sekunden. 30,0 Sekunden also, alles klar. Aber es liegt ja zum Teil daran. Erstens neue Komponenten. Fast überall, bis auf in zwei Sachen. Sonst überall neu, komplett neu. Dann, die Strecke liegt mir massiv. Mehr als Österreich auf jeden Fall. Die KI ist eben dieselbe. Wie in Österreich. Und was war noch? Ja, das passt ja schon. So kann man. Und natürlich das Qualifying hat extrem geholfen mit dem Regen. Na, und daher sind wir erstmal in der Position gewesen, um überhaupt da weit vorne zu sein. Aber auch die Pace ist überraschend gut. Also wir können uns natürlich nicht mit dem Hamilton mithalten, das ist ja auch zu viel des Guten. Also mein mit dem schlechtesten Auto, mit dem besten Auto mithalten, das wäre viel zu viel des Guten. Man sieht es, wir verlieren es so deutlich, wir sind über 2 Sekunden weg von Hamilton. Aber gegen Tsunoda können wir den Abstand halten, mehr oder weniger. Und da hat er ungefähr ein ähnlich starkes Auto, würde ich sagen. Oder ähnlich schwaches, besser gesagt. Mehr oder weniger. Ich finde ein bisschen besser, aber nicht sehr viel. Gasly hat einmal auf 8, wo kommt der von mir her? Ich glaube, Gasly fährt sich ein bisschen schneller ein in diesem Rennen auch. Also wenn der von Tsunoda vorbeikommt, auch ein starkes Rennen von beiden Alpha Tauri, würde ich sagen, von beiden. Ich sage immer nur Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda. Aber auch nur, weil ich die Gasly bisher noch gar nicht gesehen habe. Aber jetzt auf 8. Ich weiß nicht, wo der gestartet. Ah, der ist auf 10 gestartet, ne? Ja. Ja, wenn der noch Platz 7 geht, wäre das so ein klasse Ergebnis für ihn. Also Perez und Sainz dominieren ja alles in Grund und Boden.
Oh, ich weiß nicht, aber irgendwie, das wirkt mit Twitter, meine, oder nach Twitter, meine absolute Lieblingsstrecke, was Fahren angeht. Ey, die Strecke ist viel anders als Österreich. In Österreich kriege ich keinen Bremspunkt hin, auch. Wie in Baku und Monaco. Oder in Österreich fast nicht. Und hier kriege ich jeden Bremspunkt perfekt. Das ist echt Wahnsinn. Aber wir sind nicht schneller als Tsunoda, also der kann mithalten. Mal tun wir ein paar Zehntel wieder gut machen, dann tut er wieder die Zehntel abknabbern und so weiter und so fort. Es ist wieder dunkel jetzt geworden mit bewölkt. Soll es hier nur anfangen wieder zu regnen auf einmal? Aus dem Nichts. Schlimm wär's nicht, im Regen war es ja ganz gut für uns. Oh, jetzt wird Gasly angreifen können. Glaube ich. Oder? Ja, er versucht zumindest, Pierre. Kostet ihn aber auch wieder Zeit jetzt. Oh ja, und Gasly ist vorbei. Oh, das ist sogar deutlich. Was hat denn Tsunoda da gemacht? Das gucke ich mir auch mal noch an. Ja, Gasly mit Überschuss kommt da an. Ah, okay. Ja, Tsunoda verbremst sich. Von daher ist Gasly vorbei. Und Vettel ist auch in den Punkten nebenbei. Ah, aber jetzt Leclerc und ja. Oh, jetzt wird mal interessant. Ist Gasly schneller als der Tsunoda? Na ja, gut, ist er natürlich schon. Das heißt, er müsste eigentlich schneller als wir sein, weil wir waren ungefähr genauso schnell wie Tsunoda. Und wenn Gasly schneller ist als Tsunoda, ist er auch schneller als wir natürlich. Oh, und vor allem nur das ist ja. Aber Gasly bei seinem Heimrennen ja auch noch, ne? Ja. Freut mich. Zwei Franzosen auf 6 und 7. Mit ähnlich schwachen Autos. Tsunoda auch auf 8 mit einem schwachen Auto, kann man sagen. Und Vettel auch auf 9 bis jetzt. Mit einem auch nicht so optimalen Auto. Obwohl so viel schneller scheint Gasly gar nicht mal zu können als Tsunoda, oder? Und wenn das gerade eine dumme Linie war, die ich da gefahren bin. Aber Tsunoda kannst du nur am DS-Sensor halten. Von Gasly. Zwar nicht ja viel gerade, aber trotzdem ist es nur das DS-Sensor. Was er da hat. Was dann mal Leclerc kommt da noch? Da könnte man noch sich Sorgen machen halt. Vielleicht, weil es sind halt nur 8 Runden, ne? Also noch ist dieser 6. Platz lange nicht geschafft, aber das Problem eben für Verstappen und Leclerc ist, die müssen halt immer noch durch die ganzen ja vorbei, bevor die an mir dran sind, und das hat der DRS-Train vom Feinsten, also daher wird das Ding schon schwer für Verstappen und Leclerc da irgendwie durchzukommen. In nur noch nach dieser Runde 7 Runden. Also nur da kann wirklich mithalten mit Gasly, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte Gasly wäre so viel schneller. Und wäre jetzt auch schon an uns dran, aber so scheint das nicht zu sein. Beide scheinen eine ähnliche Pace zu haben. Wie wir auch. Wir haben halt nur diese kleine Lücke zum Glück schon gehabt. Aber wir können es halt auch nicht abziehen lassen. Wäre auch Wunder mit dem festesten Auto. Aber wir haben auch mit Norris DNF profitiert auf jeden Fall. Weil der auch noch Mediums gehabt hätte, der wäre locker vor uns jetzt schon gewesen. Mit Mediums und dann wären wir schon nur noch 7. jetzt. Aber so wie muss man halt immer Glück haben. Da haben noch Verstappen Frontflügelschaden hinnehmen müssen in der ersten Runde. Ist auch schon wieder einer ein bisschen weniger. Und was Leclerc gemacht hat, war ja auch mit Gütstrafen, glaube ich, ja.
hat auch geholfen. Da hätten wir jetzt schon drei Fahrer mindestens, die jetzt vor uns hätten sein können. Dann wäre es nur noch Platz 9. Also wir haben davon auch viel profitiert, von viel Pech der anderen. Aber trotzdem muss man es mitnehmen erstmal. Für Gassi gilt dasselbe, der hätte jetzt auch nur 10. sein können. Oder zu nur gar keinen Punkt. Wie Vettel gar keinen Punkt am Ende. Ja gut, um die Reifen haben wir jetzt keine so großen Sorgen. Eher um die Komponenten. Denn die sind zwar neu, ja, aber die Motorschäden sind an, wie gesagt. Bisher hatten wir Glück mit den Motorschäden allerdings, noch kein einziger. Außer halt die beiden DNS in Monaco und Baku, aber das war ja kein Motorschaden, da war ich so am Verzweifeln, dass ich das Rennen einfach beendet habe. Aber sonst noch, wie viel Rennen ist das? 11. Und noch kein Motorschaden, das ist fast schon, keine Ahnung was es ist, fast schon ungewöhnlich. Ja, man sieht, wie viel der Kai zum Beispiel hatte beim Motorschäden. Aber gut, manchmal hat man halt auch Glück. Aber ein, zwei werden mindestens noch kommen. Ich wette es. Man kann das sehen, man kann so sagen, es wären die beiden Ausfälle in Monaco und Baku Motorschäden einfach. Weil das DNF sind, kann man einfach so sagen. Oh, Gassi kommt nahe jetzt. 1,4 sind noch. Langsam kommt er ein bisschen näher. Und Tsunoda auch, der ist nämlich wirklich dran an Gassi. Oh, noch 5 Runden. Noch 5 Runden. Bis dieses Rennen vorbei ist. Und dann werden wir entweder auf 6 sein oder. Boah, Alter! 39! Was macht denn der Liam Lawson? Also, na gut, ist ja erstes Rennen. Aber komm trotzdem. Wo ist zum Beispiel. Ja, hier haben wir zum Beispiel. Wohl beide Wien sind aber unweit hinten. Vor allem hier PS3. Ah ne, PS3 fährt doch einfach rum. Granny Joe. Der hat aber Soft auch Auto. Ich glaube, der hat einen 2-Stop gemacht. Und das ist Latifi, der ist eh immer weit hinten. Aber. Wo sind wir? Hier? Ja, die Aston Martins halt und die Alpha Tauri sind halt auch nicht so ganz starke Autos nochmal. PS3 kommt. Liam Lawson kommt jetzt erst über die Linie. Aber es ist ein erstes Rennen. Da muss ich nochmal erst eingewöhnen. Und er hat ein bisschen Pech beim, im Qualifying gehabt. Weil das Wetter war halt zu. Er ist halt zu spät rausgefahren, wo es dann geregnet hatte. Es hatte nur den letzten Sektor nass. Der Rest der Runde war trocken. Aber 1,6 Sekunden jetzt nur von Gasly Vorsprung. Der ist sogar vielleicht gegen Tsunoda, der Tsunoda ist was gegen Pierre versucht vielleicht. Noch kleiner Fehler hier aber noch. Jetzt ausgerechnet.
Aber warum man Albon aussortiert hat, verstehe ich echt nicht. Weil man lieber Piastri gar nicht erst eine Chance auf den Cockpit geben soll. Ist ja lächerlich. Was das angeht. Ja, komm näher. Gasly kommt näher. Jetzt kommt er langsam doch wirklich etwas näher. Es scheint meine Pace auch ein bisschen einzubrechen vielleicht. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem natürlich, wenn das so zu Ende geht, ein starkes Ergebnis mit dem schlechtesten Auto. Aber auch starke Rennen von den Alpha Tauris, wenn das so für die beiden auch ins Ziel kommt oder geht, vor allem für Gasly freut sich auch für sein Heimrennen. Und Vettel müsste auch in den Punkten sein, wenn wahrscheinlich, wenn ich das so richtig vielleicht sehe. Aber der Topspeed kannst du sehen lassen, ne? Das ist echt krass. Gut, auf einmal wieder. Österreich, obwohl Österreich war ohne Suchlift eigentlich, aber halt ohne so perfekt. Gasly kommt näher, Gasly kommt näher. Und jetzt ist sogar gleich im DRS-Fenster. Nämlich, jetzt wäre er es. Also ich kann da nochmal rausfahren jetzt schnell. Oh, können noch, aber unser Topspeed ist gut. Das haben wir schon gesehen jetzt. Jetzt werden wir bald Teil der Gruppe, die dahinter ist. Und diese Gruppe könnte auch schon außerhalb der Punkte bedeuten, ne? Weil es eine Riesengruppe ist. Wir haben es geschafft, Gasly nochmal ein bisschen aus dem Defense zu kriegen. Aber ich glaube nicht, dass wir es trotzdem da belassen können. Weil 1,3 ist trotzdem nicht viel. Und er holt trotzdem mindestens 13 Leben pro Runde auf. Raus. Eins Komma zwei nur noch. Jetzt hier 1,1, ja. Aber wir haben nur eine Runde gleich. Sehe ich jetzt erst. Aber sie haben der Defensive hier. Jetzt hat das wirklich geschafft. Ich kann mal wieder rausfahren uns in diesem letzten Sektor nochmal. Da bin ich auch bisher auf Down stark gewesen, dafür, dass das eigentlich nie wirklich mein Lieblingssektor war. Aber ich bleibe jetzt da drin. Ich glaube, jetzt werde ich da nicht mehr rauskommen, oder? Aber wohl doch, doch. Für diesen Moment schon, aber er wird da wieder reinkommen. Ja, er ist obwohl war er drin. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Nein, jetzt wäre er raus, aber ich weiß halt nicht, wo er beim Messpunkt war. Wo war er denn beim Messpunkt? Ah, er hat's, der ist. Okay, er hat's doch noch bekommen. Das heißt, er hat auf jeden Fall die gute Karten, um dann nochmal auf diese langen Geraden nochmal kontern zu können. Oder zu überholen. Zu versuchen. Wir müssen nur versuchen, irgendwie
auf Abstand ihn zu halten. Oh ja, wir sind doch aus dem Defense, wir sind aus dem Defense raus. Die kommen sogar nochmal. Perfekt. Hat es nur? Ich glaube jetzt nicht. Er war über eine Tausendstel dahinter, oder? Obwohl er kommt doch schon sehr nah. Ich glaube, er hat es doch gehabt. Er hat trotzdem noch überall andere ohne Chance, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie wo dumm auch rauskomme. Wie hier vielleicht. Wird nur doch spannend jetzt. Gasly hat es geschafft, ins DS-Fenster zu kommen. Aber jetzt hat er eigentlich keine große Chance mehr, außer ich mache einen riesen Fehler. Oh je. Perez gewinnt jetzt schon. Sainz wieder in der letzten Runde. Ah, die war bei mir deutlich langsamer tief am Ende. Was ja auch logisch ist. Ricardo wird nur Vierter werden. Starkes kann von ihm auf jeden Fall. Nochmal nächste Runde von jetzt Russell. So wie es aussieht. Boah, und die letzte Kurve. Und dann ist es eigentlich geklappt, oder? Ja, nee. Gasly kann es nicht mehr schaffen, da jetzt vorbeizukommen auf diesen letzten Metern. Platz 6 im schlechtesten Auto. Mitprofitieren von einem Ausfall mit Strafen von der anderen. In dem chaotischen Qualifying hat alles gepasst. Wir durften heute spannende Duelle hier in Le Castellet auf dem Paul Ricard Circuit erleben und es endet mit einem spektakulären Sieg. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Boah, wow. Unfassbar. Das beste Saisonergebnis jetzt. Perfekt. Oh, aber Liam. Alter. Boah. Boah, Alter. 1,4 Sekunden langsamere schnellste Runde als meine. Die ist allgemein die langsamste. Auch hier ein Mick Schumacher oder Kevin Magnussen hat den 9/10 schneller als er gewesen. Jeder im Grunde. Da haben wir hier zwar noch einen PS3, aber selbst der war 6/10 schneller. Dann haben wir hier noch einen Bottas, der war 6/7 schneller. Stroll, der war 8/10 schneller. Jeder eigentlich sekundenweise oder viele Zehntel. Außer der Seth Granny Joe war sogar schneller als ich sogar, was die schnellste Runde angeht. Starke. Ah gut, er ist aber mit weiteren Reifen, glaube ich, dann gefahren noch. Trotzdem. Und Norris auch, der ist ganz früh im Rennen ausgeschieden und ist sogar noch schneller. Der wäre noch schneller geworden, weil er am Ende die Mediums gehabt hätte. Mit Hart, ne? So, nur und Latifi ist nur langsames er und das nur um 33.000 gerade mal. Boah, also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber gut.
Wir sind dadurch jetzt sogar 14 vorgekommen. Und wieder vorbei an Aston Martin, die jetzt auch 6 Punkte mittlerweile haben. Nur Williams noch ohne jetzt. Und ja, puh, was ein Rennen, Alter. Aber nur 3 Punkte trotzdem, ja. Ja, klar. Noch sind wir aber trotzdem vorne. Sponsoren, die werden wir wieder keins geschafft haben, glaube ich. Ne. Ah, da haben wir von Scheiß-Sachen gesucht, ne? Ah. Naja. Mal gucken. Irgendwann werden wir wieder Fahrer des Tages werden, da bin ich mir sicher. Wenn wir mal wieder vom letzten Platz starten müssen, weil wir entweder Gütstrafen hinnehmen müssen oder irgendwas anderes. Einfach mal nicht so ein gutes Qualifying haben. Da ist wieder mal ein Upgrade angekommen. Da kommt sogar noch eins an, hoffentlich. Am nächsten Tag und dann noch mal eins vor dem Wochenende, was ganz wenig ist. Also das kommt jetzt ganz viel an bisher. Was ist auch wieder voll. Ja, guckt euch mal an, wo Aston Martin ist. Die sind im Grunde nichts vor uns. Ganz, ganz minimal. Da muss man aber richtig mit einer Lupe ran, damit man sieht, dass da wirklich was ist. Und Vettel war 9. Ist 9. geworden. Alpha Tauri, okay, Alpha Tauri muss man sagen. Die haben schon noch dann doch ein bisschen stärkeres Auto. Aber ich glaube, vor dem Rennen waren die noch nicht so weit weg von uns. Ich glaube, die haben jetzt auch nur ein großes Upgrade rausgehauen und dadurch sind sie zu weit vorne. Bei uns war es, glaube ich, ein Qualifying ist das Monocoque, oder? Wo war denn das? Das da war es nicht. Ah, hier war es. Monocoque, wo ist es? Ah, ich weiß nicht, ob das ein großes war, weil man hier nicht mehr sehen kann, aber ja. Okay. Das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann beim großen Preis von Ungarn. Das kann wieder eine Katastrophe werden. Das ist doch auf dieser Strecke immer so. Wisst ihr ja, also wir haben jetzt wieder ein starkes Rennen gehabt. Mit Glück der mit Pech der anderen auch und chaotischem Qualifying. Aber Monaco wird nicht gehen. Das sage ich jetzt schon mal vor Prognose. Okay, das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Ungarn eben wieder. Und dann haut rein und ciao.